Unsterblich verliebt, was du jetzt tun kannst und solltest. Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Unsterblich verliebt ist heute das Thema, was du tun kannst, wenn du Onatis hast, Onitis, also die, ich sag mal, Sucht, das Verlangen nach dieser einen Frau, die schwere Verliebtheit in die Frau, was meist damit zusammenhängt oder man assoziiert das meistens im Kontext von, die Frau will dich nicht, aber du willst sie unbedingt. Und zuallererst müssen wir verstehen, wie das Ganze überhaupt zustande kommt. Das Ganze kommt zustande, wenn du diese Frau siehst und sie dann idealisierst. Das heißt, du siehst Dinge an ihr und sagst, oh, das ist perfekt an ihr und das ist perfekt an ihr. Du siehst also nur die guten Seiten und nicht die schlechten Seiten. Das ist dieser klassische, die rosarote Brille-Effekt, wo man erstmal nur das Gute sieht und dann später auch das Schlechte. Das ist ja kein Problem, der rosarote Brille-Effekt. Das Problem ist, dass sie vielleicht nur Freundschaft will, aber du willst mehr und dich deswegen durchquälst, deswegen kein Fokus mehr für andere Dinge hast. Und es geht ja teilweise so weit, dass Männer dann den Frauen jahrelang hinterherrennen, in ihre Wohnung streichen, im verzweifelten Versuch, sie doch noch irgendwie bekommen zu können, oder einfach den kompletten Fokus für ihr restliches Leben verlieren und dadurch noch unattraktiver für nicht nur die Frau, sondern auch andere Frauen werden. Ja, die Männer vernachlässigen dann teilweise ihren Job oder ihre Freunde, weil sie sich gar nicht mehr konzentrieren können, weil sie mit den Gedanken nur noch bei dieser Frau sind. Früher hatte ich das auch mal, als ich mal, wie alt war ich da, 13, 14, da war ich auch sehr stark verliebt in eine Frau in unserer Schule. Und das Problem mit dieser Onatis-Sache ist halt auch, in dem Moment kann man es quasi gar nicht schaffen bei dieser Frau, weil du hast halt so ein riesen Investment, dass dein Investment ist so groß und ihr Investment ist wahrscheinlich zu der Zeit relativ gering. Das heißt, dein riesen Investment, deine riesige, das tatsächlich deine Bedürftigkeit, trifft auf ihr, okay, vielleicht kennt sie dich nicht mal, vielleicht hast du noch nicht mal ein Wort mit ihr gewechselt oder sie kennt dich nur als Freund. Also hier ist viel zu viel Investment und auf der Seite der Frau meistens viel zu wenig. Und die einzige Möglichkeit, um erstmal da rauszukommen oder um vielleicht auch die Frau zu bekommen, ist, dass dein Investment zu verkleinern oder auf ein normales, gesundes Level zu bringen, sodass das ihrem Investment auch auf passendem Punkt gegenüberstehen kann. Na, es ist ja klar, wenn du unbedingt die Frau haben willst und alles investierst, jedes Mal bei allen Frauen, wirst du nicht zu viel Erfolg kommen, denn es ist keine besonders attraktive Eigenschaft, das macht dich nicht besonders wertvoll, das macht dich nicht besonders interessant, weil es einfach nicht interessant ist, wenn die Frau weiß, wenn ich nur mit dem Finger schnipse, dann kann ich diesen Kerl bekommen. So ist das Ganze entstanden oder so entsteht das. Und jetzt kommen wir mal gleich dazu, wie man das Ganze dann am besten lösen kann oder was man da tun sollte. Ein Anzeichen, also dieses Onatis, dieses in eine unsterblich verliebt sein, ist immer ein Anzeichen dafür, dass es in deinem Leben vielleicht allgemein nicht optimal läuft oder in deinem emotionalen Zustand nicht optimal läuft. Das heißt, wenn sowieso dein Leben gerade so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, sage ich mal, du keinen richtigen Fokus hast, du vielleicht keine Mission, keine Vision für dein Leben hast und die ist ganz wichtig für jeden Mann, also einfach eine Zielrichtung, auf die er zusteuert, wenn du die nicht hast, dann kann es schnell passieren, dass du dich in dieser Vorstellung verlierst, oh mein Gott, hätte ich nur die richtige Frau, hätte ich nur diese Frau, dann wäre mein Leben perfekt. Sei dir dessen bewusst, dass eine Frau dein Leben nie perfekt machen kann, solange dir eine Mission, eine Richtung, eine eigene Richtung als Mann fehlt. Dann wird dir immer gefühlt etwas fehlen, selbst wenn du diese Frau bekommen würdest. Plus, du bist halt enorm abhängig von ihr, weil, naja, wenn sie dann weg ist, dann hast du wieder nichts. Deswegen ist es wichtig, dass du eine Mission oder Vision für dich als Mann findest. Das sind zum Beispiel Sachen, die arbeiten wir auch im Coaching. Für Coaching bei mir kannst du dich, erster Link in der Beschreibung, bewerben. Das soll jetzt aber nicht das Thema sein. Missionsfindung ganz wichtig, aber wie gesagt, wir wollen jetzt dazu kommen, wie kommt man da am besten raus? Du musst verstehen, dass, und das habe ich vorhin schon mal erwähnt, du diese Frau idealisierst. Du denkst dir, keine ist so gut wie sie, keine würde so gut zu mir passen wie sie, keine ist so hübsch wie sie, keine ist so cool wie sie, sie ist die Allercoolste. Und das ist der Grundpfeiler dieses Problems. Und der wird dadurch verstärkt, dass die Männer, wenn sie dann so eine Onatis haben, voll verliebt in eine sind, sich auch sagen, ich will gar keine andere Frau, ich will nur die. Und dann lernen sie zum Beispiel auch keine anderen Frauen mehr kennen und sprechen auch vielleicht keine anderen Frauen mehr an. Und das verstärkt diese Onatis nur noch, weil diese Idealisierung, die du von ihr hast als perfekte Frau, die kannst du nicht in Relation setzen, wenn du keine anderen Frauen kennenlernst. In Relation setzen bedeutet das hier im Vergleich zu dem hier. Wenn du keinen Vergleich hast, sondern nur dieses perfekte Idealisierte, dann ist es halt schwierig zu sagen, okay, so perfekt ist sie vielleicht doch nicht. Aber jetzt nehmen wir mal an, du lernst 10 andere Frauen kennen, datest 10 andere Frauen und plötzlich im Lichte dieser 10 anderen Frauen merkst du, okay, die ist vielleicht immer noch cool, aber es gibt auch andere coole Frauen da draußen.
Und das ist das, was dafür sorgen wird, dass dein Investment in diese Frau abnimmt. Das oder Arbeit an deinem Leben, Mission, Vision, deiner Karriere, Fitness oder was auch immer. Das sind die beiden Gewichte, die du benutzen kannst, um das Ganze wieder in einen Ausgleich zu bringen. Na, entweder du arbeitest in deinem Leben, Mission, Vision, dann wird automatisch weniger Zeit hier in diese Frau reinfließen. Das kann aber manchmal den Menschen schwerfallen, den Männern schwerfallen, weil sie eben sehr stark auf die Frau fokussiert sind. Oder du lernst andere Frauen kennen und dadurch setzt du diese Frau in eine Relation und merkst, hey, die ist zwar immer noch cool, aber die ist nicht diese Göttin, von der ich die ganze Zeit dachte, dass sie die ist. Und schon hast du ein gesundes Investment-Level. Und tatsächlich ist das der einzige Weg, wie du sie bekommen könntest, wenn du sie denn bekommen wollen würdest. Und der einzige Weg, aus dieser Onatis wieder rauszukommen. Das wirst du merken. Also manche Männer arbeiten sich wirklich jahrelang dadurch, sind jahrelang in diesem Zustand, weil sie keinen Referenzwert finden. Und dann treffen sie einmal eine andere Frau, die sie auch toll findet. Also diese Frau findet sie dann toll und denken sich, oh mein Gott, oh, so toll war die vielleicht gar nicht. Da ist ja noch diese andere Frau. Aber du musst nicht jahrelang in der Onatis festhängen, du musst nicht jahrelang deinen Fokus verschwenden, deine Zeit verschwenden, auf diese eine Frau fokussiert, wenn du einfach ein paar andere Frauen kennenlernst, ein paar andere Frauen datest. Und du musst sie zum Teil nicht mal unbedingt dafür daten. Es würde fast reichen, wenn du sie kennenlernst und direkt beim Kennenlernen merkst, hey, die ist voll cool, selbst wenn sie dann vielleicht nicht mit dir auf ein Date geht. Das kann schon reichen, um dich wieder rauszubringen und um dir zu zeigen, hey, es gibt auch noch andere da draußen. Wenn du in der Lage bist, Frauen kennenzulernen, andere Frauen kennenzulernen, dann macht dich das natürlich auch unabhängiger. Weil nehmen wir mal an, du denkst, oh mein Gott, ich lerne niemals Frauen kennen, das kann ich niemals, das kann gar nicht, das würde niemals passieren. Mal davon abgesehen, dass diese Einstellung auch dafür sorgt, dass das tatsächlich dann nie passiert, ist das das Problem, weil wenn du dann diese eine Frau hast, denkst du dir, ich muss alles auf sie fokussieren, denn eine andere könnte ich ja gar nicht kennenlernen oder bekommen. Und dadurch, dass du Frauen ansprichst, Frauen kennenlernst, merkst du, oh, ich kann auch andere Frauen bekommen. Das sind übrigens auch Sachen, die du bei mir im Coaching dann lernst. Diese ganzen Sachen sind wichtig. Das sind die Gewichte, die du nutzen kannst, um das Ganze wieder in den Ausgleich zu bringen. Onatis, dieses in eine Verliebtsein, ist oft mehr bei jüngeren Männern so, aber nicht nur. Ich habe genug ältere Männer kennengelernt, die tief drin sind, die nicht mehr rauskommen und die auch nicht wissen, wie sie rauskommen können. Das ist der Weg raus. So kannst du es wieder in ein gesundes Gleichgewicht bringen, dein Leben wieder in ein gesundes Gleichgewicht bringen. Und das ist ja das Wichtige neben der ganzen Mission zum Visionsarbeit. Geil, dass du dabei warst. Schreib mir in die Kommentare, ob du selbst mal so eine Onatis erlebt hast und wie du rausgekommen bist. Würde mich interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Video übermorgen. Geil, dass du dabei warst. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ganz wichtig. Unter mir kannst du dich, wie gesagt, fürs Coaching bewerben. Einen der letzten Coachingplätze in diesem Jahr. Unten rechts geht's weiter. Das nächste Video knüpft direkt an dieses Thema hier an. Schau dort unbedingt vorbei für noch mehr Erfolg mit Frauen. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.